Moin und herzlich willkommen hier zurück zu LS22 auf der schönen Alman Missouri Map. Ja, ich habe uns befreit von den üblen Schwaden, habe alles angekoppelt. Hier geht's gleich weiter mit Ballen sammeln. Aber lasst uns doch einmal gucken, was machen denn die anderen. Er ist am Pflügen. Ja. Am Pflügen läuft. Drescher läuft auch 42% voll. Er hat da hinten wohl schon einmal abgefahren. Ja, tatsächlich schon voll. Oder nicht voll, aber 19% schon am Start. Das ist ja auch ein Ding. Was ist das für eine Marke? Handzelt? Sieht komisch aus. Okay, hier kommt normalerweise Grammar. Da ist verforst, ne? Das gefällt mir schon ganz gut. Komisches Teil. Aber gut, was weiß ich denn schon? Ach so, ist bestimmt ab wegen Krangeschichte. Oh. Nehmen wir mal so hin, ne? Gut. Wir wollen aber Attacke machen. Wir wollen hier Ballen verkaufen. Wir brauchen Geld. Aber wie gesagt, da muss ich denn gleich mal sehen, ob wir den abschließen können, den Auftrag. Aber ich denke schon, weil wir haben keinen anderen Auftrag abgeschlossen. Ja, aber da muss ich aufpassen. Dann oder halt das so managen, dass wir wirklich sagen, der Auftrag, den wir dann als letztes haben, der hat den nehmen, der hat dann auch die Maschine als zum Ausleihen. Wisst ihr, wie ich meine? Na, welchen nehmen wir? Na, fall fest noch mal ein Stück zurück. Das ist hier ja zum Glück alles um die Ecke. Zum Glück, das sind ja 150er Ballen, nicht die ganz kleine. Aber hier alles weg dann, bis auf unseren einen, und da unten steht noch die Presse. Diese Balli-Presse. Ballen werden das schon werden. Sehen mehr aus, als ich dachte. Aber so 24 Ballen darauf. Bin mal gespannt, was uns das bringt. Das wird uns ja richtig Kohle bringen. 27 war ja der Flügeltyp. Ja, ja. Okay. So, da wir eh die selber abfahren müssen. Mach mal Rundumleuchte an. Und du musst einmal VCR einstellen. Nee. Ja, das ist immer ein bisschen nervig. Wäre schön, wenn man bei VCR, wenn er fragen würde, möchtest du die alten Einstellungen oder die vorigen Einstellungen übernehmen? Ist falsch. Du musst da abbiegen. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre schon geil. Aber ja gut, das sind jetzt hier zwei Klicks, wenn man es kennt. Die Koppel hier würde ich echt gerne nehmen und kaufen. Wird da Wald draufsetzen und einen Weg durch. Weil das über den Acker fahren, finde ich total blöd. Finde ich total kacke, Leute. Echt. Fahren wir wieder über den Hof, ne? Ja. Ah, ich wisst ja, was ich auch nicht habe. Ich glaube, ich habe meine... Mein Lenker spielt jetzt ja nicht so die Rolle, aber... Fand ich schon immer ganz cool. Oh, er ist ordentlich am Ziehen, ne? Ist ordentlich am Ziehen. Ich
Ja, ich hoffe, dass die ein bisschen mal an den Verkehr schrauben, dass der ein bisschen intelligenter wird. Ah, okay, dann würde ich eher vorziehen. Entschuldigt. Oh Gott. Vorziehen, dass sie den Helfer mit rein holen. Naja, leidiges Thema hatten wir, vergessen wir das. Ja, hier den richtigen Kurs. Ich habe ja einen Kurs angefahren, falls wir den ja losschicken wollen. Kann ich euch sonst ja auch mal zeigen. Ja, er nimmt das tatsächlich nicht. Wenn ich sage, hier abliefern, macht er nicht. Warum auch immer. Also er zeigt die Bucht nicht an. Aber gut. Soll ja für uns egal sein. Bisschen was wollen wir ja auch machen. Mal sehen, einen Hänger kriegen wir ja bestimmt noch voll. Das hier auch gleich erledigt. Das ist auch nicht schlecht. Leistung auf Feld 38. Was haben wir denn auf 38? Ist das da, wo wir jetzt drauf sind? Ja. Auch nicht schlecht. Wo ist die 38? Ich weiß kein Mensch. Ja, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld. Ja, es wäre schön, wenn wir nochmal so einen 80.000er Auftrag kriegen. Der bringt uns natürlich dann richtig, richtig weit nach vorne, ne? Der würde uns ja richtig weit nach vorne bringen. Dass wir uns dann wenigstens mal... Also ich würde schon gerne einen eigenen Trecker haben mit einem eigenen Anhänger. Denn wisst ihr, dass man da denn schon mal... beim Abfahrer noch mithelfen kann, zum Beispiel. Also das wäre schon geil. Also den würde ich schon gerne haben wollen. Auch wenn das dann klein ausfällt, aber gerade auf großen Feldern. Wäre das ja schon nicht so schlecht. Ja, da müssen wir doch bestimmt noch mal fahren. Ich würde aber gleich mal sagen, dann zeige ich euch das auch. Dann können wir es einmal, lassen wir den vielleicht gleich einmal alleine hinfahren. Dann können wir uns mal die anderen Herrschaften mal angucken, die hier unterwegs sind. Ja, einmal gucken, ob das hier auch alles läuft. Ne? Nicht, dass so viel Zigarettenpause gemacht wird und so. Und den ganzen Crumbs. Also ihr seht schon, ein bisschen habe ich liegen lassen da, so ein... Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wobei sinniger wäre ja fast für uns, wenn wir Geld haben, ein Trecker mit Mähzeug, ne? Obwohl ja für unser Feld, damit wir unser eigenes... Nein, nee, ich glaube tatsächlich erstmal ein Anhänger. Trecker und Anhänger. Wir können den ja gleich mal losfahren. Wir lassen den gleich mal fahren. Dann können wir ja mal reingucken in den Shop. Was man sich da so vorstellt. Was man da machen könnte. Feld 27, 50% abgeschlossen. 27 war ja unser Flug.
Oh, das ist gut. Wir kriegen die Tour auch voll. Echt nur ein, nicht ganz zwei Anhänger oder was? Ah ja, gut, ich habe ja jetzt, ich vergleiche das mit unserem letzten Mal. Und da war das ja tatsächlich so, dass... Ich glaube, jetzt habe ich aber alles, ne? Da habe ich ja 125er Ballen gemacht. Achso, ich wollte dich ja einmal fahren lassen, ne? Weil müssen wir dann auch mal gucken. Da oben steht blockiert. Warum wird er blockiert? Pass auf. Machen wir einmal hier Viehhandel, Verkaufspunkt, Viehhandel. So, wenn ich nämlich jetzt hier raufgehen würde, zum Beispiel abkippen oder so, ne? Es wird mir nichts angezeigt. Quatsch. Leider wird mir nichts angezeigt. Ja, gut, nehmen wir mal so hin. So, du fährst und wir... Oh! Oh, 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 warum? Kumpel, was ist denn hier passiert? Achso. Was ist denn hier passiert? Aber jetzt weiß ich natürlich nicht. Hallo, wär's dann ja hier irgendwo reingeknistert sein, ne? Ah, ja, das ist... Ist natürlich... Willst du da lang? Ernsthaft? Nee, das möchte ich jetzt aber nicht. Bist doch bestimmt da lang gefahren, oder? Naja, ich schätze, der wird das gleich nochmal machen. So, Dreschi ist am Dreschen und läuft. Sehr gut. Ist großes Fell halt, ne? Der ist auf 79% voll. Das ist auch gut. So, hier fahren wir mal mit. Dann kann ich euch das mal zeigen, wie ich das eingefahren habe. Achso, ich kann euch auch mal zeigen, welchen Anhänger ich für unsere Ballengeschichte mir ausgesucht habe, tatsächlich. Bis wir da sind. Transportanhänger, Schneidwerk. Da würde ich nachher, also wenn wir soweit sind, ne? Wo ist denn das? Ballentransport? Da. Da würde ich den hier nehmen. Den hier. Allerdings in der Ausführung. Ja, da, in der Ausführung. Finde ich gut. Geld ist okay. Hat alles. Und ist richtig gut. Damit habe ich auch das, den Viehtransport eingefahren. Ich hatte das erst damit gemacht, habe dann aber gedacht, das hat nicht geklappt. Vielleicht mit einem anderen Ballenwagen, aber ich weiß nicht, macht er nicht. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Okay, hältst du an? Das macht er tatsächlich nicht, wenn er zukommt. Warum eigentlich nicht? Müsste ich die Kollisionsgeschichte anmachen? Da bin ich nämlich letztens auch hängen geblieben. Kann sein, dass ich da die Kollisionsgeschichte anmachen muss. Wie ist denn das eigentlich? Ich könnte das machen. Ich sag Kollision. Ah, lässt du die Schilder stehen? Wie habe ich es eingefahren? Ja, habe ich. Alles gut. So, und hier mit dem Drehschemel ist ganz geil, kurz, Outdrive legt einfach den Drehschemel vorne starr und benutzt das Ganze als, so wie hier, Tandemachse oder wie auch immer. Ja, sieht natürlich komisch aus, aber naja, was soll's. Also ich mach nix, ne, er macht's alleine. Er macht es halt alleine.
Ja, toll. Vorführeffekt oder was? Sag mal zumindest, dass du noch ein bisschen rechnest. Hat immer geklappt. Ah, war klar. Danke. Wollte ich gerade loben. Naja, es ist noch nichts perfekt. Aber es ist schon eine große Hilfe. Wir verdienen Geld. So, jetzt bin ich gespannt. Abgeschlossen. Wir haben wieder Geld. Wir kriegen wieder Geld dazu, Leute. Wir kriegen Geld dazu. Das lohnt sich. Sehr schön. So. Dann gehen wir einmal rein. Jetzt nicht wieder den Fehler machen. Warte, dann hüpfen wir einmal komplett mal hier. Bleiben wir mal hier. Schauen wir uns mal unseren Gedöns an. Aber ich gehe jetzt einmal hin. Eigentlich sollten wir jetzt kein Problem haben. Abgeschlossen. Feld 38 Ballern pressen. Abgeschlossen. So, den können wir jetzt, glaube ich, auch abschließen, weil nichts anderes. So. Und wir sind reich. Feldgruppern, Geräte ausleihen, machen wir auch. Nehmen wir mit. Oh, da ist unser Johnny. Ja, Gerät ausleihen, auf jeden Fall. So, gut. So, kommst du klar, Kumpel? Sehr schön. Okay, das Lip, das ist gut. Ja, ist unser Abfahrer, der fährt zum ersten Mal ab. Auch sehr geil. Ich schaue einmal kurz hier rein in unsere. Ob es hier schon irgendwas? Nö, das ist noch das Alte. Aber wie gesagt, die Zeit läuft ja auch nicht rum. Wir sind ja hier fleißig bei. Ich habe die ja auch auf normal gestellt. Okay. So, und dann kuppeln wir hier mal alles an. Wir können ja, haben wir Bock, wollen wir zusammen hier mal ein bisschen grubbern? Schön auf John Deere die Folge durch. Weil ein bisschen was wollen wir ja auch machen, ne? Gruppern geht ja eigentlich noch. So, aber wo muss ich hin? Was habe ich jetzt gesagt? Ist ja schön, dass ich mir das nicht durchlese. Wie war das? Immer schön durchlesen, ne? 27 Flügen, Gruppern auf Feld 13. So, wo ist denn Feld 13? Feld 13 weiß ich. Ach, 13, das war doch da oben, wo wir abgefrühstückt haben. Dann wollen wir uns mal auf den Weg machen, oder? Ja, passt auf. Machen wir wie folgt. Du fährst schon mal los. Feld 13. Und wir können ja eigentlich. Ja, doch, komm, du fährst zu Feld 13. In der Zeit schauen wir uns dann ein wenig mal beim Dreschen noch die Geschichte an. Ja. Gucken wir uns mal ein bisschen hier die Dreschgeschichte an. Vor allen Dingen den Abfahrer. Oh, kommt, wir bleiben mal hier. Wir gucken mal. Es kann nämlich sein, dass der uns ja entgegenkommt. Na, nee, 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 der wird andersrum fahren. Der wird andersrum fahren. Ja, er fährt andersrum. Ja, der fährt andersrum. Ja, so können wir uns die Gurke auch mal angucken. Kann ich mich auch noch mal wieder mit VCR auseinandersetzen. Mega gut. Mega gut. Hallo, Kühe. Alles Roger. Weil jetzt haben wir auch alles an Aufträgen, ne, was es so gibt. Ja.
interessant. Bist da nicht reingefahren, ey? Ach, das ist diese Kran-Geschichte. Ah, muss entladen werden. Ja, ich habe leider nur einen kleinen Anhänger im Moment. Da musst du halt ein bisschen warten. Maestro, nützt ja nichts. Was soll ich denn machen? Noch können wir uns das nicht leisten. Ich weiß gar nicht, was wir da abtransportieren, aber... Ja, guck mal, das ist natürlich hier auch schon eine ganz andere Nummer als mit dieser Helfergeschichte. Sollen sie es ganz rauslassen, echt? Weil wenn hier was nicht läuft, bist du selber schuld. So einfach ist das. Ich meine, es ist echt mega gut gemacht, ne? Ja, hier unten zeigt er das tatsächlich an. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich gemacht habe. Ich habe das gar nicht kontrolliert. Aber ich glaube, er hat uns das hier oben öfters angezeigt. Doch, alles gut. Super. Sehr schön. Du bist... Ah ja, mit einem Grubbern unterwegs. Du bist am Flügen. Das scheint ja auch jetzt zu laufen. Aber da sehen wir schon. Also da könnte noch ein Vorgewende mehr passieren. Also da könnte noch ein Vorgewende mehr. Zwei vielleicht sogar. Damit wir den Keil wegkriegen. Aber er macht es fantastisch. Also sehr geil. So, du wartest natürlich auf, dass dein drittes vorgewendet oder zweites? Zweites erst, ne? Ja, du wartest auf den Abfahrer. Ja. Schade, Marmelade. Aber nützt ja nichts. Du bist... Ah ja, du bist sowieso ziemlich langsam. Ja, wir können ja hier mit unserem kleinen Pickup los und Dinge tun. Oh, gut, komm. Bleiben wir im Moment hier beim Pflügen. Oh, von draußen an. Die Helfer, wie die generiert sind, auch nicht schlecht, ne? Auch nicht schlecht. Richtig, richtig gut. Der Flug wird richtig gedreht. So wie das sein soll. Ja, aber definitiv beim Fliegen mehr Vorgewende, wenn man hier so viele Bäume hat. Dafür ist das Ding zu lang. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch mehr, also auf unseren Feldern, wenn wir irgendwann welche haben, definitiv Tiefe lockern. Weil das ein bisschen einfacher ist vom Handling her. Flug, um natürlich Felder zu verbinden, ist klar. So, wo bleibt er denn? Ja, jetzt müssen wir natürlich nur sehen, dass wir Aufträge rankriegen. Dass wir Aufträge rankriegen. Wie gesagt, einmal so ein schöner 80.000er wäre natürlich auch cool. Ich weiß gar nicht, wie viel kriegen wir für den, ja, 26. Der Fahrer 8RX310 ist unterwegs. Was? Achso, wir sind da. Ach gut, ja gut, komm, machen wir, ne? Dann würde ich sagen, starten wir mal den Vogel. Dann würde ich natürlich, sagen wir, mache ich hier erstmal ein voriges Vorgewende-Gedöns. Ja. Dann VCR anschmeißen und Attacke, ne?
Okay, Vorgewende könnte man natürlich auch zum Schluss machen. Machen wir mal. Da ziehe ich jetzt auch so rum. Die Ecke mache ich sonst gleich mit oder wir lassen sie. Ist ja eh ein Lohnauftrag. Geht das hier auch ab. Ist die Zeit? Ja, das ist doch gut, das läuft. Kleine Gruppe am Start. Was haben wir denn eigentlich für eine Gruppe? Du musst dich auch ein bisschen konzentrieren hier, sonst das war das nichts. Ich habe mir jetzt auch mal ein Video angeguckt zu Sachen, wie man 100% Ernte bekommt, ne? Muss er entladen werden? Ist der immer noch nicht da, oder was? Was ist er da? Na, da kommt er gerade, da kommt er. Ja gut, der Weg ist weit und Weg ist weit und die Trecker nicht ganz so schnell, ne? Was haben wir hier eigentlich? Haben wir eine Stangenwalze noch dran? Ja. Stangenwalze, paar kleine Striegel noch. Ah, da bist du ein bisschen zu weit wieder. Ich wollte ja eigentlich die Ecken so lassen. Dann geht das gleich wieder los, VCA einstellen. Haben wir auch schon lange nicht gemacht. Als Gefühl für mich. So mit Spielpause und so. Ja. Das ist ja ein kleines Feld, da kann man mal so ein bisschen Dinge tun. Da müssen wir auch mal ein bisschen mal luchen. Ah, ist in den Ecken nicht ganz so hübsch, aber das wird den Kunden schon nicht stören, denke ich. War die einigermaßen gerade Seite da hinten. Wir müssen gleich mal gucken. Da fällt 13. Achso, das sind wir. Okay. Der ist mit seinem Flügel auch fast durch. Auch sehr gut. Ja gut, ich sag mal, nachher können wir dann auch natürlich die Zeit ein bisschen vorspulen. Aber wir könnten, ja, aber ich habe keine Wasserbehälter. Ne? Ich hätte sonst gesagt, sonst stellen wir uns schon mal Treibhäuser hin. Die kosten ja irgendwie nur 10.000. Aber da fehlt mir ja Wasser. So, dann machen wir mal. Das sieht gar nicht so doof aus. Schauen wir mal, wa? Ist schon was Neues im Shop hier? So? Nee. Wie gesagt, da verrennt die Zeit auch noch nicht schnell genug. Dafür rennt die. Ah, vertrautes Bild. Schön. Hallo. Johnny, der Deer. Deer Johnny. Sagt ihr unsere Zeit? Ist auch fast rum. Wir können ja, passt auf, wir können das ja mal machen. Wir fahren jetzt hier runter. Dann springen wir noch mal kurz zu unseren
Kollegas, was die so treiben. Und dann springe ich in die nächste Folge. Und wir sehen uns dann morgen. Ja, wenn ich in die nächste Folge springe, ist klar, dass wir uns dann morgen sehen. Und machen hier das Feld fertig. Das würde ich dann schon mit euch machen. Zwischendurch mal gucken, was Sache ist. Oh, pass auf, wir können ja einmal rüberspringen. So, das ist unser Flügelfuchs. Der ist im Gange. Ja, auf jeden Fall einmal. Sehr gut, das blüppt. Was läuft denn? Was soll das denn? Warum stehst du? Wartet mal. Auf Abwarten. Hochdruck fahren. Verstellt sich das hier auch ständig? Abstandrohr ausfällt. Abfahre aufs Feld begrenzt. Fruchtumfahrung. Nein. Muss ich tatsächlich für jedes Ding dann auch einzeln machen, Leute. Aber gut. Ist dann so. Pass mal auf. Hat er jetzt... Achso, hat gerade selber ausgemacht. Gut, der macht das. Alles klar. Ja gut, dann sage ich schönen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen hier auf dem Feld wieder mit unserem John Deere beim hübschen Grubbern. Also Leute, macht's gut, euer Maruk. Ciao. Ja, es läuft. Keine Schulden und Kohle ohne Ende. Naja, ohne Ende.